Diesen Kartentrick, den ich euch heute sogar erkläre, habe ich so noch nie auf meinem Kanal gezeigt, also eine absolute Premiere heute. Und ich möchte euch bitten, passt genau auf, wann ich hier was mache, okay? Gut aufpassen. Habt ihr? Sehr gut. Und damit es für euch noch einfacher ist, nachzuverfolgen, wann ich was mache, benutzen wir gar nicht alle Karten, sondern nur einige wenige. Dadurch wird es für euch wesentlich einfacher nachzuverfolgen. Und die hier noch. Wir benutzen nur 4 Karten und ihr könnt euch vielleicht schon denken, welche 4? Genau, die 4 Asse. Also Pik, Kreuz, Herz und Karo, okay? Nur diese 4 Karten brauchen wir. Und von diesen 4 Karten habt ihr die Auswahl zwischen schwarzen und roten Assen, okay? Pass auf, wir packen die Asse in die Schachtel zurück, sodass ihr nicht denkt, dass ich irgendwie heimlich irgendwelche Moves mache oder sowas. Angenommen, ihr würdet jetzt euch für die schwarzen Asse entscheiden, okay? Wie gesagt, ist eine völlig freie Wahl, aber angenommen, ihr nehmt die schwarzen Asse. Bei den schwarzen Assen gäbe es Pik und es gäbe Kreuz. Ihr haltet mich jetzt vielleicht für völlig gaga, aber ob ihr es glaubt oder nicht, in dieser Schachtel ist gerade etwas passiert. In dieser Kartenschachtel befinden sich jetzt nämlich, und das darf der Zuschauer auch gerne untersuchen, wirklich nur noch 2 Karten, und zwar die beiden roten Asse, denn wie gesagt, Pik und Kreuz haben wir hier hin teleportiert. Und soll ich euch mal was sagen? Das war nur der Aufwärmtrick. Der eigentliche Trick kommt jetzt noch. Ja, das war nur das Warm-up. Denn mit diesen 4 Assen, ich hatte euch ja darum gebeten, passt ganz genau auf, wann mache ich was. Okay? Ihr müsst euch beispielsweise auch so ein Bild wie dieses hier einprägen können. Habt ihr? Ja? Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise das hier mache und das hier und das hier, wo befindet sich jetzt welche Karte? Wisst ihr es? Welche Karte wäre jetzt beispielsweise das hier? Ich mache es euch ein bisschen einfacher, das wäre jetzt in dem Fall Pik, okay? Gut aufpassen. Welche Karte wäre dann das hier? Das wäre Kreuz, okay? Jetzt ist die Frage, habt ihr gut aufgepasst, wo befindet sich Pik und wo befindet sich Kreuz? Es wird jetzt 2 Gruppen geben. Es wird einige von euch geben, die sagen, da ist Pik und da ist Kreuz. Und dann wird es noch einige geben, die sagen, nee, da ist Kreuz und da ist Pik. Und soll ich euch was sagen? Gewonnen hat keine dieser beiden Gruppen, denn Gruppe 3, ebenfalls eine Gruppe, die es wahrscheinlich gab, liegt richtig, die beiden schwarzen Asse befinden sich immer noch in meiner Hand. Und das ist eine absolut geniale Routine, die ihr so im Close-Up-Bereich direkt nachmachen könnt. Die habe ich nicht erfunden, sondern das war in der Konstellation eine von Jay Sankey zusammengestellte Variante von Dr. Daly's Last Trick von Dr. Jacob Daly. Also an der Stelle gehen Credits raus. Wie immer gilt, die Karten, die ich hier benutze, sind in der besten Qualität, die Spielkarten haben können. Das ist meine eigene Marke, die ich mit meinem besten Kumpel Haido zusammen gegründet habe, Somnium Cards. Das hier ist die Moon Edition und die ist jetzt gerade sogar Deck des Monats. Das Deck des Monats kriegt ihr immer 5% günstiger, also checkt das Ganze gerne aus. Und wir springen jetzt mit Kopfsprung in die Erklärung, wie habe ich das gerade gemacht. Für diesen Trick braucht ihr ein Somnium Kartendeck, mit anderen Decks funktioniert das Ganze nicht. Und ich würde euch empfehlen, ihr startet in folgender Reihenfolge. Ihr nehmt euch die beiden roten und die beiden schwarzen Asse. Ihr trennt sie so auseinander, ja. Jetzt platziere ich ein erstes rotes Ass relativ weit oben, ein bisschen weiter rechts im Deck das nächste, dann ein bisschen weiter das eine schwarze und noch ein bisschen weiter das andere schwarze, sodass alle 4 Asse in der oberen Hälfte des Decks sind. Und das mache ich einzig und allein aus dem Grund, dass wenn ich jetzt diesen Riffle Shuffle hier mache, dass dann die Karten auf jeden Fall immer noch in der Reihenfolge liegen, also die beiden roten Asse und dann die beiden schwarzen Asse. Ich finde es einfach cooler so, weil ich mir so einen Schritt spare, den ich dann gleich nicht machen muss, denn ich will die unbedingt auseinander sortiert haben nach schwarz und rot. So starten wir, ich kann also den Riffle Shuffle machen und sage dann zu meinem Zuschauer, ich brauche gar nicht alle Karten, sondern nur einige wenige, damit du das besser nachverfolgen kannst. Währenddessen gehe ich bis zum ersten Ass, in meinem Fall dem Pik Ass, und ich lege bis auf eine Karte alle anderen schon mal auf den Tisch. Das wird gleich
essentiell wichtig werden. Das ist jetzt ein super intelligentes Setup für das, was gleich kommt. So spart ihr euch auch gleich einen sonst sehr kniffligen Schritt und das macht diesen Trick, obwohl er nach einem Profi-Trick aussieht, relativ einfach. Also, ich packe die Karten beiseite und dabei achtet ihr darauf, ihr legt diesen Stapel bitte so gerichtet auf den Tisch, dass ich gleich die obere Hälfte ganz natürlich, ohne mein Handgelenk groß verdrehen zu müssen, hier hinlegen kann. In meinem Fall, für mich funktioniert es am besten so, in so einem 45-Grad-Winkel, dass das Deck zu mir zeigt, ja. So kann ich am besten einfach hier ganz beiläufig, während hier die Aufmerksamkeit ist, kann ich hier gleich ganz beiläufig die Karten drauflegen. Okay? Also ich lege die Bild unten beiseite und sage jetzt, ich brauche nicht alle Karten, sondern nur einige wenige. Dabei suche ich jetzt die vier Asse raus und ihr seht schon, durch dieses Setup sind hier jetzt zwei schwarze und hier zwei rote Asse. Okay? Zack, jetzt habe ich die in genau dieser Reihenfolge. Ich drehe die hier Bild unten und lege die Asse oben drauf, habe aber meinem Zuschauer noch gar nicht gesagt, dass es die Asse sind. Ihr könnt natürlich auch Könige, Damen, Buben, was auch immer benutzen. Ne? Ich habe meinem Zuschauer jetzt noch nicht gesagt, dass es die Asse sind, sondern nur, dass es vier Karten sind, damit ich jetzt einen Vorwand habe, ihm alle vier Asse nacheinander zu zeigen. Und dabei passiert jetzt im Prinzip der ganze erste Trick. Wir führen jetzt nämlich einen sogenannten Biddle-Stil durch. Den Biddle-Stil habe ich euch über die letzten Jahre immer wieder erklärt und er fand bei verschiedensten Kartentricks schon Anwendung. Das hier ist die einfachste Variante ever. Wirklich, ist ganz, ganz simpel. Die vier Asse liegen Bild oben auf dem Bild unten Deck. Ich greife das Deck im, daher kommt der Name, Biddle Grip, also so von oben, hier der Daumen, hier Mittel- und Ringfinger in meinem Fall. Und ich zeige jetzt, diese vier Karten, die ich benutze, sind die vier Asse. Und dabei nenne ich die vier Symbole, also Peak. Meine linke Hand kommt und zieht mit dem Daumen die oberste Karte nach links rüber. Jetzt sage ich Kreuz. Und ich greife wieder mit meinem linken Daumen nach der Kreuzkarte und ihr seht schon automatisch, was passiert. Ich bringe diese Peak-Karte automatisch hier unter das Deck, ja? Und das missbrauche ich gleich, ganz dreisterweise. Also, ich schnappe mir das Kreuzass, zähle es ebenfalls auf das Peak-Ass. Und jetzt, wenn die roten Asse kommen, mache ich Folgendes. Ich greife nach dem Herzass, stehle mir dabei aber diese beiden schwarzen Asse hier unten mit Mittelfinger, Ringfinger und Daumen. Hier unten stehle ich mir die ab und halte sie so fest, ja? Von oben seht ihr das gar nicht. Vor allem, wenn ich jetzt ganz flüssig das Herzass links rüberziehe, dann seht ihr gar nicht, dass sich hier nur das Herzass befindet und ich hier die beiden schwarzen Asse abgestohlen habe, ja? Und das ist hier das ganze Geheimnis. Also noch einmal, macht mal mit mir mit. Pik, Kreuz, stehlen, Herz, Karo. Jetzt sind hier die beiden roten Asse und die beiden schwarzen Asse habe ich hier unten abgestohlen. Und wenn ich jetzt diese Hälfte hier ganz entspannt beiläufig hier ablege, dann habe ich schon vorbereitet, dass gleich die beiden schwarzen Asse dort liegen. Okay? Letzter Tipp, den ich euch dazu geben möchte, macht das nicht zu schnell, macht das nicht zu hektisch. Klar, eine gewisse Geschwindigkeit braucht ihr, um die Methode zu verstecken, aber so langsam ihr könnt, ohne dass ihr schon verratet, was ihr gerade gemacht habt, so langsam ihr könnt und so, mir geht es nicht um langsam, mir geht es um Ruhe, ja, mir geht es um entspannt. So entspannt ihr das könnt, umso besser. Also schön entspannt, Pik, Kreuz, Karo und Herz, okay? Hier habe ich mir die beiden schwarzen Asse abgestohlen. Ich lege jetzt diese Hälfte hier rechts ab und die beiden schwarzen Asse verschwinden so schon in der Mitte vom Deck. Das ist also schon vorbereitet. Jetzt habe ich hier noch die beiden roten Asse. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt noch einen False Count einbauen. Ich habe das gerade in meiner Performance gemacht. Ihr müsstet das nicht, aber es wäre nochmal ein zusätzlicher Convincer, also ein Überzeugungsmittel. Ich drehe diese beiden Asse jetzt Bild unten. Und um meinem Zuschauer zu verkaufen, ich hätte immer noch vier Karten in der Hand, kann ich jetzt Folgendes tun. Ich greife hier an der linken Kante so diese beiden Karten. Mit meinem rechten Daumen ziehe ich jetzt die oberste Karte runter. Und während ich jetzt die nächste Karte runterziehe, komme ich mit dieser Karte hier wieder hier links rüber und nehme sie mit meinen Fingerspitzen und meinem Daumen links wieder an. Ja, also so ein bisschen was, was man auch beim AMSI-Count nutzt. Es erinnert ein wenig daran. Also, ich ziehe die Karte zügig nach unten und erzeuge dadurch dieses Geräusch hier. Bringe sie wieder hoch und zwar ganz bündig mit der oberen Karte, während ich mit meinem rechten Daumen die obere Karte wieder runterziehe. Und dadurch kann ich theoretisch unendlich lang immer wieder die gleichen Karten abzählen, ja? Wir machen also dreimal den False Count und ein viertes Mal zählen wir die Karte normal ab. Dadurch sieht es nach vier Karten aus. Eins, ich bringe sie bündig hoch. Zwei, ich bringe sie bündig hoch. Drei und jetzt
Das letzte Mal zähle ich normal und dadurch sieht es aus, als hätte ich 1, 2, 3, 4 Karten in meiner Hand. Und noch ein Element, das Jay Sankey einbaut. Reddits gehen an der Stelle raus, ist nach dem vierten Mal das letzte, legt er etwas versetzt nach vorne ab und dadurch müsst ihr die Karten so bündig schieben und es wirkt nochmal mehr, als hätte man mehr als nur zwei Karten in der Hand, wenn man hier so eine Karte bündig schieben muss. Ja? Übt es, dass es wirklich flüssig und natürlich aussieht. Ihr müsst das nicht einbauen, es ist nur ein schönes Convincer-Element. So, diese beiden Asse, in meinem Fall jetzt die roten Asse, kommen zurück in die Schachtel und jetzt gebe ich meinem Zuschauer die völlig freie Wahl, möchte er rote oder schwarze Asse benutzen. Dabei findet natürlich eine sogenannte Magician's Choice statt. Das heißt, obwohl der Zuschauer denkt, er hätte die Wahl, habe ich die Wahl. Und zwar, wenn der Zuschauer sagt, rote Asse, das sind ja die, die hier in der Schachtel sind, dann sage ich, okay, die roten Asse möchtest du benutzen, dann werden wir die schwarzen Asse los. Also Pik kommt weg, Kreuz kommt weg. Wenn der Zuschauer aber sagt, ich möchte die schwarzen Asse benutzen, dann sagen wir, okay, die schwarzen Asse, ja, die wollen wir benutzen. Die teleportieren wir jetzt, nämlich Pik und Kreuz. Relativ unspektakulär. Alles, was jetzt noch bleibt, ist, dass hier nur noch die beiden roten Asse übrig bleiben. Die Schachtel kann der Zuschauer untersuchen, die Asse ebenfalls. Hier sind nur noch die beiden roten Asse und hier sind in der Mitte die beiden schwarzen Asse Bild oben gelandet. Ein super schönes Endbild, aber wir steigern das Ganze ja jetzt noch mit der zweiten Phase, mit dem zweiten Effekt. Eigentlich sind es zwei komplett unabhängige Kartentricks, die miteinander verbunden werden zu einer Routine. Das ganze Kartenspiel kann beiseite. Wir gehen jetzt nämlich über zur zweiten Phase, bei der wir nur die vier Asse brauchen. Und wir betonen jetzt noch einmal, du hast gerade gesehen, du musst genau hinschauen, wann ich was mache, okay? Präg dir jedes Bild ein, auch dieses hier. Dadurch hatte der Zuschauer jetzt die Möglichkeit, sich die Reihenfolge einzuprägen. Kreuz, Pik, Karo, Herz wird er sowieso nicht gemacht haben. Ja? Wir drehen die Asse Bild unten und sagen mal als Beispiel. Und jetzt mische ich die Karten dreimal auf folgende Weise durch. Mit meinem Daumen halte ich die oberste Karte fest, mit den anderen Fingern die unterste Karte, mit meiner rechten Hand komme ich wieder in diesen Biddle Grip und nehme mir nur die beiden mittleren Karten, wie ihr seht, wenn ich die jetzt hier so auffächer, ihr seht, ich greife dadurch nur die beiden mittleren Karten weg, okay? Aber ganz bündig, jetzt mache ich das und lege die zwei oben drauf. Wenn ich das dreimal mache, befinden sich die Karten immer noch in der gleichen Reihenfolge, ja? Herz, Karo, Pik, Kreuz, 1, 2, 3, Herz, Karo, Pik, Kreuz, okay? Ist so eine Art False Shuffle. Ich mache das dreimal und dann setze ich zu einem vierten Mal an und frage meinen Zuschauer, welche Karte ist das? Bei dem vierten Mal mache ich jetzt also Folgendes. Ich halte wieder die oberste und unterste fest. In diesem Biddle Grip ziehe ich mir die beiden mittleren Karten rechts rüber und ihr merkt schon, die sind perfekt bündig. Das hier ist einfach ein super cleaner, super sauberer Double Lift. Ja, ohne dass ich irgendwie mir einen Pinky Break holen muss, irgendwie Karten abzählen oder was weiß ich. Das hier ist ein super einfacher Double Lift. Ganz, ganz kleines Detail. Die Anfänger von euch könnten das jetzt hier ablegen und den kleinen Finger dabei darunter lassen zu so einem Pinky Break und dadurch dann diese Art Double Lift machen, ja. Das könntet ihr jetzt tun. Oder wer schon etwas fortgeschrittener ist und die Karten besser handeln kann, ich empfehle euch hier das, boah, das ist so ein Zaubern-Nerd-Talk. Ich empfehle euch das Stuart Gordon Turnover. Das sieht nämlich folgendermaßen aus. Das ist hier ein Double, ne? Karo und Pik. Und dieses Stuart Gordon Turnover sieht folgendermaßen aus. Whoop. Und dadurch sieht es aus, als hätte ich nur die eine Karte hier umgedreht. Das habe ich euch ausführlicher mal in einem eigenen Video erklärt, deswegen gehe ich da jetzt nicht so krass im Detail drauf ein. Aber ja, das hier ist der Ausgangsgriff und dann wandert hier mein Daumen runter und dadurch landet die Karte in dieser Position. Also was hat das jetzt alles gebracht? Ich lege es nochmal diese beiden Karten mittig rein. Wir waren in dieser Startposition, sagen zum Zuschauer, prägt ihr genau ein, was ich mache. Machen dreimal diesen False Shuffle. Beim vierten Mal, zack, habe ich jetzt hier ein Double. Und sage, welche Karte ist das hier? Wichtig ist, dass die Links auch bündig bleiben, ne? Welche Karte ist das hier? Na, ich helfe dir mal. Das ist jetzt in dem Fall Pik, okay? So, ich lege das Double oben drauf und sage, ist nicht schlimm, wenn dir das jetzt nicht so einfach fiel. Ich gebe dir noch eine Chance. Ich lege die oberste Karte auf den Tisch. Das ist ja jetzt nicht Pik, sondern Karo, ja? Ich lege die oberste auf den Tisch. Pik liegt immer noch hier in meiner Hand. Und jetzt wiederhole ich im Prinzip das Gleiche noch einmal. Ich greife von oben im Biddle Grip die Karten. Mein Daumen zieht jetzt nur die oberste Karte links rüber und die unteren beiden werden dadurch wieder bündig
von der rechten Hand angenommen. Das ist jetzt wieder ein ganz sauberes Double. Okay. Und auch hier stelle ich dem Zuschauer die Frage, welche Karte ist das? Er wird es wieder nicht genau wissen. Ich sage, ich helfe ihm. Guck mal, da war gerade Pik. Und hier, wieder mit diesem Stuart Gordon Turnover, befindet sich Kreuz. Ich drehe diese zwei Karten hier, das Herz Ass verstecke ich ja dahinter. Diese zwei Karten drehe ich wieder in meine linke Hand rüber und sage, okay, folgendes. Pik und Kreuz oder Kreuz und Pik? Weißt du noch, in welcher Reihenfolge ich die auf den Tisch gelegt habe? So, das ist jetzt die Challenge. Da lenke ich jetzt den mentalen Fokus des Zuschauers hin. Wo liegt Pik, wo liegt Kreuz? Dabei liegen die beide hier in meiner Hand und hier befinden sich längst die beiden roten Asse. Ganz, ganz, ganz simples Handling, aber so ein schöner Effekt. Daumen nach oben auf dieses Video, wenn euch das Ganze weitergeholfen hat. Ich hoffe, ihr beruhigt euch jetzt wieder mit Matti, wann kommen wieder mehr Kartentricks? Hier war einer. Und ganz ehrlich, ich brauche nicht jede Woche hier einen Kartentrick erklären, weil ich habe schon hunderte von Tricks auf meinem Kanal erklärt. Zum Beispiel hier, schaut euch das Video an, da verrate ich euch einfach gleich drei Kartentricks auf einmal, die ihr direkt nachmachen könnt. Könnt ihr die schon? Wenn nicht, schaut euch das auf jeden Fall an, ist mega cool. Einer ist so ultra visuell mit durch das Tuch durch, ihr werdet sehen.